Moin Moin, du kleine Racke und herzlich willkommen zu diesem Video, das ihr wahrscheinlich in letzter Zeit zuhauf gesehen habt. Ja, denn bei vielen verschiedenen YouTubern kam so ein Ranking-Video, die liebsten Starter-Pokémon. Jetzt mit der Ankündigung von Gen 8 ist das natürlich auch längst überfällig, möchte ich sagen. Ja, auch ich schließe mich diesem Hype-Train mehr oder weniger an und mache so ein Video und werde euch die Starter-Pokémon in meiner Hinsicht einranken. Bedenkt bitte, es ist meine Meinung. Und ihr könnt mir aber sehr, sehr gern eure Rankings dann auch mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, denn ich glaube, die Ansichten hier sind super unterschiedlich einfach. Deswegen fangen wir einfach mal straight an. Und ich glaube, es gibt ein paar Überraschungen. Ich möchte auch gar nicht groß drüber reden einfach. Bei mir ist in Generation 1 auf Platz 3 Glumanda schlichtweg. Ich finde es langweilig. Glumanda ist einfach so overhyped gewesen damals, glaube ich. Auf Platz 2 ist bei mir Bisasam. Ich mag Bisasam. Ich habe sie lieben gelernt einfach. Ich weiß nicht wann. Ich glaube, mit X und Y habe ich Bisasam einfach lieben gelernt und die Entwicklungsreihe. Und auf Platz 1 ist All-Time Shiggy. Ich habe mir damals die blaue Edition gewünscht, als es rauskam, weil einfach Turtok auf dem Cover war, diese Schildkröte mit den Wasserwerfern, einfach super awesome gewesen. Shiggy finde ich ein super süßes Pokémon. Ich weiß nicht, was man daran nicht süß finden kann, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, ist halt meine Meinung. Falls ihr eine andere Meinung habt, ist das vollkommen okay, liebe Freunde. In Generation 2 habe ich auf dem letzten Platz hier Endivie, also auf dem dritten Platz Endivie. Ich finde Endivie grundsätzlich noch gar nicht so scheiße. Aber ich habe immer, wenn ich die Starter-Pokémon sehe, halt auch die Entwicklung im Kopf und die gehen bei Endivie einfach gar nicht. Deswegen muss ich Endivie hier recht weit runterpacken, aber auch so, rein von den Startern, von diesen dreien, ist Endivie, glaube ich, auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz ist Feurigel. Feurigel ist zwar wirklich süß, ist es wirklich süß, mit seinem Zunauge und diesen kleinen Stummelärmchen und so. Es hat schon was Putziges, aber ganz ehrlich, dieses aufgedrehte, aufgeweckte, super witzige Kanimani, das übertrumpfst du einfach nicht mit einem zugekniffenen Auge. Das geht einfach nicht, ganz ehrlich. Und ja, deswegen, das ist Generation 2 bei mir. Kommen wir zu Generation 3. Und hier ist es gar nicht so einfach. Hier ist es nicht so einfach, die Pokémon einzuordnen. Auf Platz 3 sehe ich hier ganz klar Gekkabor. Warum Gekkabor ausgerechnet? Ja, ich finde alle drei Starter sehr, sehr cool. Und wenn ich die Entwicklungsreihe mit einbeziehen würde, wäre Gekkabor auch nicht auf dem letzten Platz. Aber rein vom Design her finde ich von diesen drei Starter-Basis-Pokémon Gekkabor am schlechtesten. Auf Platz 2 sehe ich hier Flamely. Flamely ist süß. Flamely ist einfach, das willst du einfach knuddeln. Wenn du es siehst, möchtest du es einfach in den Arm nehmen und knuddeln. Das ist Flamely für mich. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich Flamely sehe, denke ich an Logok und dann ist jeder Spaß vorbei. Naja, aber gut. Und auf Platz 1 natürlich Hydropi. Hydropi ist super cool. Da gibt es keine Sache, die ich dran aussetzen würde, glaube ich, an Hydropi. Ich finde es einfach nur echt süß und echt cool. Ich gucke mir nebenbei gerade die Sprites hier an. Es ist wirklich einfach super sweet. Und ja, da kannst du nichts machen. Generation 4 hingegen wieder ist schwer, ist wirklich schwer. Ich sehe hier auf Platz 3 ganz klar Chillast. Warum Chillast? Ich finde Chillast ist einfach langweilig. Es ist einfach langweilig. Und es hat nichts wirklich Krasses an sich, außer den englischen Namen, nämlich Turtwig. Turtwig ist ein wirklich süßer Name. Solche Namen brauchen wir öfter. Pokémon, wir brauchen öfter solche Namen, auf jeden Fall. Auf Platz 2 sehe ich hier leider Plinfer. Ja, ich muss das Wasser-Pokémon an Stelle 2 packen. Nein, darum geht es natürlich nicht, nicht um den Typen. Ich mag Plinfer und ich mag die Entwicklungsreihe, zumindest Empoleon mag ich aus der Reihe. Aber der Überkiller in der Generation war einfach Panflam. Panflam ist dieses aufgedrehte, lustige, draufseiende Äffchen, was hier am Dancen ist. Und ganz ehrlich, Panferno ist einfach nur. Ja. Kommen wir zu Generation 5. Und ich glaube, das ist die einzige Generation, in der ich keinen Starter mag. Ohne Witz. Ich mag keinen davon. Am ehesten, also am wenigsten mag ich nicht, ja? Serpifeu ist das Pokémon, was ich hier am wenigsten nicht mag. Das muss man leider so rum sagen. Es hat so einen gewissen Touch Arroganz, was okay ist. Mag ich jetzt nicht unbedingt bei Basis-Pokémon, diese Arroganz. Aber die anderen beiden,
Ja, also Platz 2 ist ganz klar Floink, weil Floink ist halt noch süß. Und Otaro ist einfach nichts. Das finde ich einfach gar nichts. Das ist einfach... Ich weiß nicht. Es hat zwar diese süße Muschel hier, die es abnehmen kann und damit rumjonglieren, aber mehr hat es halt echt nicht. Es ist einfach so richtig weird, dieses komische Ding. Ja, bei Gen 6 muss ich... weiß ich nicht, wie ich es einordnen soll. Ich mag alle davon. Rein von den Starter-Pokémon würde ich Froxy sogar auf den letzten Platz setzen, was aber... So kann ich das nicht bewerten, weil die Starter, die machen eine komplette Kehrtwende, wenn du mich fragst. Das hässlichste Starter-Pokémon, Basis-Pokémon, wird zum absolut coolsten Überkiller, nämlich Quajutsu. Und das süßeste von denen, nämlich Igamaro, wird zum absolut hässlichsten Krepel der Welt. Ich weiß nicht, wie ordnet man sowas ein, und deswegen muss ich halt irgendein System jetzt finden. Deswegen setze ich Fynx am Platz 3, Igamaro jetzt am Platz 2 und Froxy auf Platz 1. Auch wenn Froxy als... Wenn ich nur Froxy sehe, würde ich sagen, das ist Platz 3. Es ist wirklich schwer. Da muss man halt wirklich irgendwie eine Entscheidung, eine Killer-Entscheidung treffen. Möchte ich sagen, das ist wirklich schwierig. Naja. Gen 7. Ja. Ich finde, Platz 3 gehört hier ganz klar Bautz. Warum? Bitte erschlagt mich nicht gleich. Warum Bautz? Bautz wurde, als die Trailer zu Sonne und Mond kamen und die Starter revealed wurden, war Bautz einfach des Todes overhyped. Jeder wollte Bautz, jeder liebte Bautz, überall nur noch Bautz, 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 Bautz. Und ich fand es damals halt, es ist süß, ja, es ist süß, direkt, auf jeden Fall. Und es hat schon was, aber es hat eigentlich auch nichts Besonderes. Es ist halt einfach nur süß, aber auch nicht süßer als andere Basis-Pokémon oder andere Starter-Pokémon. Deswegen fand ich Bautz einfach so unnötig overhyped. Ähnlich wie Pikachu kommt es dann einfach zu so einem Effekt bei mir, dass ich das Pokémon weniger mag. Und deswegen ist Bautz hier klar Platz 3. Flammeow kommt auf Platz 2. Habe ich aber auch eine ganz simple Begründung. Und zwar finde ich Flammeow mit Zunder super nice. Finde die Designs einfach super, super gut umgesetzt. Ja, und dann kommt Fuecro, dieses spastische Vieh, was einfach so da rumsteht. Und ich weiß nicht, was es damit vorhat, mit dieser Armhaltung die ganze Zeit. Auf Platz 1 hier ganz klar Robal. Ich mag zwar Marikek nicht unbedingt, wobei Marikek designtechnisch absolut in Ordnung ist. Aber Marikek mag ich von diesen dreien am wenigsten. Primarine ist aber einfach unfassbar gut. Und ich finde auch Robal ist einfach unfassbar niedlich. Guckt es euch doch einfach an. Es ist unfassbar süß. Es ist, weiß ich nicht. Naja, kommen wir zur Gen 8. Und die sind jetzt seit, ich weiß gar nicht, ungefähr 2 Wochen draußen. Und ja, ich sehe hier auf Platz 3 ganz klar Hoplo. Ich weiß nicht, ich finde an dem Starter einfach nichts. Es kommt natürlich jetzt immer noch sehr drauf an, wie die Entwicklungen nachher aussehen. Das ist ganz klar. Aber bisher muss ich sie halt so anordnen, wie ich sie sehe. Und da sehe ich Hoplo natürlich, da sehe ich Hoplo einfach an Stelle 3 hier, ja, auf Platz 3. Dann kommt Chimpep auf Platz 2 und Mamion ganz klar auf Platz 1. Ich weiß nicht, Mamion war so, ich habe so einen Trailer gesehen, habe mich verliebt, instant, Liebe auf den ersten Blick. Ich liebe Mamion. Chimpep ist für mich absolut, absolut fein, das ist absolut in Ordnung. Das ist einfach, es ist schon süß, das Kleine. Und ja, Hoplo finde ich halt einfach gar nichts Besonderes dran, muss ich sagen, gar nichts. Ja, kann man nichts machen. Aber hey, wie sieht's denn mit euch aus? Wie sieht eure Liste aus? Wie würdet ihr die Starter-Pokémon einordnen von Generation bis zur Generation 8? Und vielleicht könnt ihr auch mal dazu schreiben, wieso, weshalb, warum ihr das so empfindet. Und vor allem könnt ihr mal dazu schreiben, was ihr denkt, wie die Entwicklungen später sein werden der neuen 3 Starter, die jetzt revealed wurden aus Gen 8. Und da könnt ihr ja gerne mal dazu schreiben, was ihr denkt, welche Typen die haben. Wer weiß, es gibt da so Vermutungen, man munkelt. Naja, das war's auf jeden Fall für dieses Video. Soll ja nur ein kurzes, kleines Videolein werden. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei dir. Schreib mir gerne einen Kommentar, lass ein Like da, falls es dir gefallen hat. Und falls es dir nicht gefallen hat, dann kannst du dem Video natürlich auch gerne ein Dislike geben. Dann schreib aber bitte einen konstruktiven Kommentar, was dir nicht gefallen hat, damit ich es selbst verbessern kann, ganz einfach. Und das würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Meine Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ist jetzt. Falls du das Video irgendwann später siehst, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder was auch immer. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht kann man solche Arten von Videos öfter machen. Falls ihr darauf Bock habt, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann einfach wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Ohr.